Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Heute gibt es Wissenschaft für Warmduscher. Die kennen nämlich das Phänomen. Warum wölbt sich der Duschvorhang beim Duschen nach innen? Das Phänomen ist zwar klar, doch es gibt eine ganze Reihe von Erklärungen. Theorie Nummer 1. Zunächst dachten einige an den Kamineffekt. Das warme Wasser heizt die Umgebungsluft auf. Die steigt nach oben und erzeugt einen leichten Unterdruck. Der Vorhang wölbt sich nach innen. Klingt ja plausibel, doch es gibt da ein Problem. Wenn das Wasser kalt ist, wölbt sich der Vorhang ebenfalls. Theorie Nummer 2. Die Wassertröpfchen des Duschkopfs bewegen sich rasch nach unten und reißen Luft mit sich. Dieser bewegte Luftstrom erzeugt am Rande einen Unterdruck und der zieht dann den Vorhang an. Je näher der Duschkopf am Vorhang ist, umso intensiver müsste der Effekt dann sein. Hab ich probiert, klappt auch nicht so richtig. Die erlösende Theorie Nummer 3 stammt von David Smith von der University of Massachusetts. Er befasst sich mit dem Verhalten feinster Tröpfchen in Verbrennungsmotoren. Smith teilte den virtuellen Duschraum in 50.000 kleine Zellen ein und ließ den Computer arbeiten. In jeder einzelnen Zelle wurden Druck, Temperatur und auch die Strömungsgeschwindigkeit erfasst. Dabei zeigte sich etwas Erstaunliches. Die Tröpfchen der Dusche treiben offenbar einen größeren Wirbel an. Dieser dreht sich wie ein unsichtbarer Wirbelsturm in der Duschkabine. An seinen Randbezirken ist die Luft schnell. Und die saugt dann den Vorhang an. Bei aller Theorie, es gibt auch eine praktische Lösung. Den Duschvorhang mit Gewichten beschweren und dann in Ruhe duschen. Ein Podcast von das Erste.de.